Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben immer noch die gleichen Klamotten an wie im letzten Video. Das heißt, wir haben uns tatsächlich doch spontan heute entschieden, diesen Motor wieder zusammenzubauen. Motivation war da. Und wir haben auf die Schnelle nochmal einen Kabelbaum zusammengezittert hier. Weil den anderen Kabelbaum Chris wieder mitgenommen hatte, aber wir wollten es unbedingt heute machen. So, das heißt, hier ist jetzt nur das Nötigste dran. Wir haben geguckt, ein Drehzahlsignal haben wir auch schon. Jetzt müssen wir mal auf die, machen wir einmal hier auf Spulen und das sind Spulen und Düsen, plus minus. Und dann können wir nämlich auch gucken, achso, mein Touchpad ist auch kaputt, nicht, dass ihr euch wundert. Wir machen mal alles an. Das ist jetzt erstmal, das ist ECU und gleich die Zündung. Wenn die Maus lauter ist als die Spule antickern. Ich wollte gerade die antickern, aber also, du darfst hier nicht hin, du musst da hin. Ja, klick immer. Stereo klicken hier. Ja, jetzt, ja bei hier. Dir, warte, jetzt kannst du aber die machen. Ja, ja. So, jetzt die Düsen. Ja, mach nicht so viel, da steht so, mehr Spiel. Können wir auch nicht mehr durchtickern, weil mehr ist nämlich nicht angeschlossen. Nee, nicht. Also das Problem wird jetzt folgendes sein, aber wir brauchen so ein kleines Erfolgserlebnis, dass das Scheißding läuft. Wir haben keine Drosselklappen. Was ist hier noch WLAN heute? Weil so mit zwei Drosselklappen, das ist ja nicht ganz so mein Ding. Und wir haben keine Wassertemperatur. Als auch keine Ansaugluftemperatur. Das sind die kompliziertesten Sachen, weil dafür musste ich jetzt gerade die ganze Map umschreiben, weil eigentlich der ganze Kaltstart über die Wassertemperatur ist. So, ohne Wassertemperatur fährt er jetzt bei 75 Grad oder 70 Grad. Und ich weiß aus Erfahrung, Ethanol, wir haben Ethanol drin, damit es hier drin nicht so stinkt. Und das springt nicht so geil an. Deswegen habe ich das mal hochgesetzt. Aber ich bin mal gespannt, ob das einigermaßen passt. Warte, jetzt mache ich mir mal direkt die richtigen Kennfelder auf. Ein Lambda-Tool wäre noch geil, ne? Ah, egal, es geht jetzt wirklich nur darum, dass wir gucken, ob der vielleicht läuft und einfach nur anspringt. Ja. Ich würde sagen. Machen wir mal. Film ist ab. Film ist ab. Gleich ein Spannungsproblem. Haben wir boostermäßig hier was? Oder habt ihr das alles durchgeraucht gestern, was da unten liegt? Ja, der wird leer sein. Passatbatterie. Wollen wir eine Kerze rauslegen? Ob sie denn auch anders ist? Ja, dreht mal einen ruhig raus. Oh, ist aber nass. Ist nass. Ja, probieren wir nochmal. Dann, das heißt, wir brauchen jetzt hier Cam. Genau, aus dem Kahlbaum. Das wird vermutlich sein, ein dicker sein. Home Cam. Grauer Modell. Genau. Aber wenn er jetzt nochmal taktet, dann muss doch die Kerze funken eigentlich. Ja, weil ich sehe hier quasi den Trigger und den Home-Sensor. Wie er einmal ausspart. Und hier, wie er die Kurbel ausspart. Das passt schon. Mhm. Aber er kommt echt gar kein. Nee, gar kein Furz. Takte nochmal bitte einmal alle an. Ja, Punkt. Ja, ja.
Ja, drück doch einfach immer beim Orgeln. Pam, 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 pam. Ah, scheiße. Aber es kommt gar kein Funke, ne? Nein. Hä? Aber wenn in der Stelldiagnose der Funke da ist, dann ist die Spule ja von der Hardware eigentlich richtig. Genau, dann ist auf jeden Fall kabelmäßig alles richtig. So, das heißt, jetzt kann ich eingeben, was für Nockenwellensensor haben wir hier? Ja, guck mal, der hat sogar 18T hier drin, sehe ich gerade. Weil das wird ja der gleiche sein. Wollte ich gerade sagen, das wird ja der gleiche sein, ne? Probier einfach mal. Also, nur gucken, ob Funke kommt. Ja, jetzt kannst du mal gucken, ob Funke kommt. Gut, Florian? Jo. Hä? Kein Funke. Okay, warte. Probier nochmal. Jupp. Ja, ja, Funke. Oh. Mhm. Kann auf jeden Fall rein, ne? Oder? Warte mal eine Sache. Wir probieren jetzt nochmal den Wankelmodus. Ich mach einmal auf Wankel. Ganz schön oft gefunkt. Auf was hast du denn stehen? Genau, 160? Ja. Nee, jetzt gerade macht der Wasted Spark, also funkt einfach immer. Weißt du, aber immerhin funkt er so. Ja, jetzt müssen wir nur noch das Passende finden. Geschwindigkeit immer noch gleich. Also war identisch? Ja. Würde ich jetzt so vom Gefühl her sagen. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Halt kurz im Auge, ob es 4 Millisekunden oder 8 Okay, dann probier jetzt einmal nochmal. Warte. Ja. Jetzt ist es auf jeden Fall 720. Also jetzt ist es auf jeden Fall halb so wenig Funken gewesen. Ja. Und Ken. Aber. Oder waren es doch nur 600? Nee, aber zündet er jetzt auch im richtigen Takt dann? Ja, ich glaube. Lass mich, ich muss kurz überlegen. Das ist. Jetzt nochmal. Jetzt ist wieder 360 Grad. Waren so viele, ne? Ja. Wenn ich da so hingucke, wie du da an dieser. Aber ist ja theoretisch Lachs, dann testen wir es einfach so und lassen auch alle 360 zünden. Kannst du vergessen, Stecker ab, bisschen rein. Hör auf, reiß die Kabel nicht ab, bitte. Es ist 2:30 Uhr, reiß jetzt nicht die Kabel aus der Spule. Halb? Die Stecker ab und ein Stück rein. Wie lange schraubst du an Auto schon, Florian? Marius, es ist 2:00 Uhr. Wir machen so. Also ich kann hier einstellen, dass das Signal von dem Nockenwellensensor nennt sich On-Cam One Pulse per Camera Overlapping Missing Tooth. So, das ist genau das, was wir in dem Endoskop gesehen haben, dass das Signal von dem genau über dem von dem ist. Mhm. So, und es ist halt einmal auf der Nockenwelle, das heißt, jetzt müsste eigentlich 360 Grad in Richtung Moment zünden. Wir werden sehen. Zur Not, achso, wenn er irgendwie, muss zur Not abziehen, ne? Warte mal, ja, wo sind denn die Feuerlöscher? Ehrlich jetzt. Nee, jetzt machen wir gleich rechts in der Tür. Trotzdem, Florian, sollte es mal brennen, lass uns erst probieren, ohne den Feuerlöscher auszubekommen, bitte. Halt nicht gleich diesen Feuerlöscher. Oder auf gar keinen Fall den Golf da hinten rein. Alter, du weißt nicht, wie es hier hinterher aussieht, wirklich. Mein Vater hat einmal ein Auto damit gelöscht. Okay, kann jetzt losgehen, ne? Bist du bereit, Florian? Also sehen wir das Ding schon wackeln? Mhm. Also wenn du Gas geben würdest, fällt er um. Ja, wir wollen ja keinen Gas geben. So ausgeschüttet, würde ich sagen. So, jetzt ist natürlich das Problem, wir laufen natürlich komplett im Dunkeln, weil du siehst keinen Lambda, gar nichts. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das jetzt gerade... Ich kann ja nicht mal sagen, ob es alle 6 waren. Das kann man immer ganz gut merken, wenn den Krümmer anfasst. Aber ich würde sagen, ja, oder? Sind da alle 3 hoch heiß? Ja. Nee, hier ist der... Ja, die sind aber unterschiedlich. Vierte ist auf jeden Fall, aber vierte ist kein, sind wir uns einig.
gebe ich dir recht. Ja, den hier merke ich sofort. Nee, hier gebe ich Flo recht. Warte, dann machen wir da mal einen Output-Test. Siehst du, das ist mein geschultes 89mm Auspuffrohr gehört. Hat gesagt, dass nur 4,5 am Start sind. 5 Zylinder noch gleich das gehört. Das war jetzt 5, ne? Ja, das kann ich dir nicht mehr sagen. Ist doch jetzt auch egal. Teste nochmal bitte 5, dann können wir das erstmal hier wieder abhaken. Halt mal. Mach nochmal bitte 5 Tests, dann können wir den erstmal wieder draufstecken. Fertig? Ja. Nee, das sind hier 6. Nee, das haben wir doch. Nee, 4 haben wir gesagt, ne? Der vordere ist 4, ne? Mach jetzt mal bitte. Okay, nee. Kommt nicht. Ist das hier der? Ja, warte mal. So, mach ich jetzt nochmal. Ich bin ausgestiegen. Was sind 4? 4? Nein, 5. 5, sorry. Ja, aber hier klickt es doch. Das ist ja auch 4. Ich krieg gerade alle durch. Nee, warte mal, das machen wir nicht. Was mache ich hier für Zylinder? 6, 5, 4? Ja, oder genau. Was ist hier? Ja, genau. So, 6 steckt, dann machen wir bitte jetzt 5 und 4. Guck doch einfach kurz auf die Kabel, was drauf steht. Achso, steht ja drauf. Auf dem blauen Kabel steht drauf, welche Zylinder das ist. Das hier ist Ignition. Ja, ist genau Klebeband drüber. Hier würde ich sagen, steht eine 4 drauf. Ja, das hier ist eine 4. So, mach mal bitte Zylinder 4. Hier steht Zylinder 5. So, 5 müsste dann der mittlere Zylinder sein. Ja, genau. Der war ja warm. So, jetzt stecken wir die Scheiße mal hier drauf. Und wenn wir jetzt Zylinder 5 prüfen, müsste sie ja funken. Ja. So, das, der auf der jeden ist Fall ist safe wieder drauf. So, der hätte jetzt... Alter Schwede. Aber ich finde, das stimmt gar nicht, ne? Kann man so machen, ne? Ja. Kann man immer mal so 10 Minuten am Tag laufen lassen, ne? Ist doch kein Geräusch. Geräusch finde ich eigentlich auch noch gut. Das war jetzt nicht so. Ja, laut war jetzt nicht, ne? Nee, deswegen. Kann ich? Ja. Nee, da geht nichts. Und Zylinder 6 aber, jetzt checken wir noch einmal Zylinder 6. So, das heißt, der hier war vorne. Steck den hier, genau. Halt nochmal einfach so. Jetzt nochmal Zylinder 6. Ich hole euch gleich aber neue Spule, fertig. Nee, das geht ja. So, das heißt, die Scheiße jetzt hier wieder komplett rein. Achso, nee, das tun wir mal. Also, die Spule funktioniert. Irgendwas ist am Kabel, ne? Von Zylinder 4. Sehen wir uns jetzt richtig. So, warte. Zylinder 4 ist hier. Ja. So, halt die mal. Ich will jetzt gerade das so komplett da reinstecken. Da kommt ja kein Funke gar nicht. Nein. Nee. Also egal. Wir können ja hier nochmal bei mir eine andere Spule rausziehen, aber der hat jetzt ja Spulen durchgetestet. Hier die Kerze rein. Mach nochmal zu den A4-Check. Nee, da geht nichts. Okay, dann ganz einfache Sache. Einmal kurz gucken, ob 12 Volt und sowas drauf ist. Nee, wir legen vielleicht nochmal 12 Volt. Direkt zur Batterie. Ja, da wird hier irgendwo die Lötstelle. Ja, kann ja dann nur hier in dieser Wurst. Aber das ist auch egal. Ja, oder Masse fehlt. Eins vom Bein. Sehen wir ja gleich, wenn er jetzt Masse drauf fummelt. Plus drauf fummelt. So. Gib mal einmal die Kerze. Wo ist denn der Isolierer? Ich steck das ja einfach von hinten ins Gegen mit hier. Ja. 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 Jetzt geht's. Jetzt ja wenigstens gleich einen Sechszylinder. So. Aber da haben wir heute wieder definitiv gelernt, den nächsten Motor, den ich zusammenbaue, man ist immer fickerig, die Kerzen reinzustecken, aber es ist halt einfach Quatsch. Ne? Ja. Wirklich, ja, einfach draußen lassen, ja. Bis man wirklich sagt, jetzt starten wir. Ne? Weil wenn du alles ausgebaut hättest, würdest du einfach alle 6 Zylinder einmal durchgehen und hätten wir uns hier nachts um 2 wieder Zeit gespart. Willst du es so lassen oder machen wir es lieber? Warum nicht? Ja. Okay. Aber ich würde jetzt, schick mal, habe ich dir mein Handy gegeben? Ja, kann ich sonst irgendwie auch schicken. Ja, mach mal ein Video. Ja, ich mach dir auch ein Video. Jo. Das ist mein Job nebenbei. Achso, ja, okay. Warum? Ach da. Sind wir soweit? Ja. Ui! Ui! Ja, da war wahrscheinlich noch ein bisschen Sprit jetzt drin. Junge! Thank you.
war mir jetzt nicht sicher, wie lange man den ohne Wasser laufen lässt. Ach so, ja, gebe ich ja recht. Also, weißt du, wenn du den so anfässt, ist das Ding noch eiskalt. Waren aber auf jeden Fall alle 6 jetzt, ne? Waren jetzt 6, ne? Mhm. Vorhin, da läuft doch schon wieder 1 ohne Lambda, ohne alles. Aber wenn das ein bisschen besser kann. Brauchen wir. Lambda-Sonde brauchen wir gar nicht mehr, ne? Was, guck mal da hinten einmal im Behälter, was da eigentlich so geht. Junge, aber beim Einknallen bin ich echt eingeschiffen. Ja, das ist halt schaumig einfach. Ich dachte, der Lader ist rausgefallen hinten. Ja, da wird jetzt Sprit drin und da Getakte und so, weißt ja. Du? Nimm mal bitte jetzt den Saft, haben wir den Strom aber jetzt wieder runter. Ja, ja. Kann ich jetzt auch wieder abziehen, ne? Machen ja. Wir jetzt ja. Ja, okay. Also, ich fasse zusammen. Schade, dass es nicht im ersten Versuch gleich so geklappt hat, dass wir es durch so eine Kleinigkeit weggelassen haben. Der Motor läuft, kann man so sagen. Und mit 20 Kabeln läuft er. Alles andere ist jetzt natürlich grob fahrlässig. Da muss, achso, wir haben übrigens pures Ethanol drin. Das heißt, der läuft echt. Oh, man kann selbst jetzt noch den Krümmer anfassen. Der läuft echt schon kalt. Jetzt muss. Das heißt, Auto läuft schon mal. Wir haben jetzt. Was haben wir jetzt eigentlich? Ist schon der 10. ne? Ja. 10. 2 Uhr. Das heißt, wir haben jetzt noch einen ganzen Tag Zeit, das Auto 22 Stunden machen. Jetzt haben wir noch 22 Stunden Zeit. 22 Stunden entspannt Zeit, das Auto. Den Motor. Oh, schon wieder so spät, Alter. Oder sind die Dämpfe hier drin? den Motor da reinzuhängen. Und weil wir sind euch dann auf jeden Fall noch ein Video schuldig, richtig schön mit Gaspedal mal Gas geben, Alter. Aber es war auf jeden, ich habe noch nie in meinem Leben mit Fingern in der Drosselklappe Gas gegeben. Ne? Also dass ich das noch mal erlebe beim neuen Motor mit der linken, mit dem linken Hand tippern, rechts Gas geben. Ja, das erinnert ein bisschen an den Typen, der mit der Hacke Zwischengas gibt auf diesem Prüfstand. Das geht schon. Und natürlich Wasserkreislauf dran und so weiter. Ne? Mega. Jawohl. Aber sonst kein Klappern, gar nichts. Ne? So. Ja, das ist ja nichts bei dem Auto. Oh, ja, auf der Höhe. Aber ich sage, also machst du eine Launch, fällt das Ding runter? Ja, sofort. Der hat so gewackelt. Der hat schon ganz schön gewackelt, ne? Ja. Der hat schon ganz schön. Das sah, als Marius übernommen hat mit der Drosselklappe, sah schon sehr interessant aus, wie er dann hier so stand. So ah, du hast von da auch Gas gegeben, bitte? Ja, ich habe auch nicht Gas gegeben. Aber diese Ölwanne, die musst du mal anfassen. Also klar, ist jetzt natürlich auch so viel Öl, aber der ganze, außer der Krümmer, hat wirklich kaum irgendwas hier Temperatur drin. Ja. Ja, nicht mal lauwarm, der ganze Fall. Ja, ich wollte gerade sagen, ich könnte ja mal Abgastemperatur gucken, aber haben wir nichts drin. Der wird hier mit. Überleg mal. Ja, der war wahrscheinlich auch noch fett. Das ist das. Mann, du musst mal rausgehen und reingucken, hier steht ein Blatt. Ja, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Ja, ein bisschen. Ja, okay. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß in diesem Video. Ihr seht ja, wir sind am Grinsen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt können wir in Ruhe Kabelbaum auch noch ein bisschen fertig machen. Ich pinne auf jeden Fall Öldruck, Öltemperatur. Florian kann auch gut schlafen. Hat sich so gepackt jetzt? Oder? Nee, er denkt gerade über die Nachbarn nach, um 2 Uhr morgens. Ach, ja. Die hören das gar nicht. So hier, also, ist auch alles schallgedämmt hier. Aber ich fand es wirklich nicht so laut. Nein, gar nicht. Weiß ich, entweder bin ich da mittlerweile hörgeschädigt oder. Der Knall war auch total leise. Ja, der war heftig. Der war. Also, ich dachte beim Knall, dachte ich, Tola ist rausgefallen. Ja, alles klar. Jawohl. Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.